Hallo liebe Freundinnen und Freunde und willkommen zu dieser neuen Folge hier auf meinem Kanal. Mein Name ist DrZombix und heute zeige ich euch meinen Discord-Server. Ich hatte schon mal ein Video darüber gemacht. Damals war der aber, ja, ich sag jetzt mal, noch nicht so weit wie heute. Da gab es nur vielleicht die Hälfte von dem. Und ja, das ist jetzt, ich habe jetzt vieles verbessert. Und ich wollte es euch einfach mal zeigen, was hier ist. Hier, ja, die Regeln ist halt normal. Kennt dann jeder. In News gibt es natürlich, Partner auch. Ihr könnt euch auch als Partner bewerben, das richte ich noch ein. Und das Beste ist einfach die Griefer-Ramis-Rollen. Ich habe hier Case Opening, Drop Event und Abbau Event. Ihr könnt hier einmal hier draufklicken. Also, jetzt habe ich nichts. Also, ihr seht, hier ist, ihr seht alle die Rollen, die ich hier habe. Dann mache ich zum Beispiel, ich möchte, dass ich bei einem Case Opening, wenn eins stattfindet und ich es sehe oder einer aus dem Team es sieht, dass ich dann kontaktiert werde. Also, eine Benachrichtigung kriege, dann drücke ich einmal hier drauf und dann sehe ich jetzt bei den Rollen, ich habe Case Opening. Dann möchte ich, ja, gut, ich bin Hashtag, also ich bin Geier. Und ich möchte bei allen benachrichtigt werden. Dann mache ich einfach mal alles an und dann sehe ich, ich habe auch alles. Ich habe einmal Case Opening. Ich sehe gerade, dass hier gerade etwas rumbackt. Was habe ich denn hier? Ich habe, das Rote fehlt noch. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Hier, jetzt ist es da. Drop Event. Dann gibt es hier einfach die Rollen, Informationen, normal, das ist auch zu was anderem. Umfragen natürlich gute Mittelmänner, wenn ich welche kenne. Dann kommt ihr natürlich hier hin, dann könnt ihr hier nachschauen und dann ist das hier. Scammerlisten, dann könnt ihr hier welche reinschreiben. Ja, dann Music, dann könnt ihr hier halt Music hören. Und ich habe die Pins anzeigen, ich habe hier bei den Pins, ich habe überall bei den Bots, also bei der Kategorie Bot, habe ich alles eingedingst, also als eingebettete Nachricht die Befehle. Also wenn ihr zum Beispiel wisst, nicht wisst, wie es geht, dann macht ihr slash help music und dann müsst ihr auf einmal Nachricht anzeigen, dann habt ihr hier alle Befehle. Dann könnt ihr auch hier nächste Seite machen, so. Ja. Gut. Dann habt ihr hier noch Leveling, wo ihr dann halt einfach Rank machen könnt, slash Rank. Dann könnt ihr hier einfach sehen, wie weit ihr hier mit dem Schreiben seid. Ich bin jetzt Level 4, ich hab den Bot noch nicht so lange. Vielleicht eine halbe Woche. Und ja, dann ist auch noch cool für die Community, ist einfach ein Giveaway. Ab und zu mache ich dann ein Giveaway. Chat, ganz normal, ja. Videoideen, da könnt ihr dann, wenn ihr Videoideen habt, dann schreibt das gerne mal rein. Egal was. Ich werde, wenn es mir gefällt, dann werde ich alles machen. Events, da könnt ihr dann Events reinschreiben. Wenn ihr zum Beispiel irgendwie ein Job-Event machen wollt, dann schaue ich mir das vorher an, dass es kein Scam ist. Und dann kommt das eventuell, wenn es gut ist. Also, eigentlich kommt jedes da rein. Aber wenn das ein wirkliches Drop-Event ist, dann kommt das natürlich auch zu hier hin, zu den Griefer Games Rollen und dann werdet ihr benachrichtigt. Mir fällt gerade auf, dass ich noch mir fällt gerade auf, dass ich noch keinen Kanal habe zu den Rollen. Das kann ich einfach jetzt mal. Wo sollen wir es denn reintun? Sollen wir es zur Community reintun? Ne, ich würde sagen, wir tun es zur Eingangshalle. Ja. Ich tue es erstmal zur Eingangshalle, das kann ich ja dann später noch ändern. Obwohl es eigentlich zu Events rein kann. Nee, komm. Events. Okay. Vom
Team. Ich nenne es, also ich mache es einfach mal Events. Ich. Events von Spielern mache ich einfach mal so. Dann Kanal erstellen. Tun wir das mal. Nee, wir lassen das schon unten. Kanal bearbeiten. Slow-Modus brauche ich ja nicht, weil kann ich ja so machen. Berechtigungen. Add everyone. Wir sagen Einladung erstellen. Kanal verwalten. Aus. Ja an. Nein, sollen die nicht. Nein, auch nicht. Das schon. Das auch nicht. Änderungen speichern. Dann würde ich sagen, mache ich einfach mal. Admin kann eh alles. Moderator. Also ich würde sagen, dass wir dann gleich, wenn ich es eingerichtet habe, dann sehen wir uns dann gleich wieder. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ich habe jetzt alles eingerichtet. Natürlich auch hier die Dings, also die Pins. Also hier werden eure Events, Case, Opening, Drop Event oder Abbau Event angezeigt. Falls ihr welche machen wollt und sie hier rein sollen, schreibt sie in Events. Also ihr schreibt, kurz gesagt, hier bei der Community, schreibt ihr in Events, ja, ich möchte. Ich mache um so und so wie viel Uhr ein Case Opening und dann werde ich euch. Ich werde, also wenn ihr das nicht wollt, dass ihr benachrichtigt werdet, dann füllt ihr nichts aus, also dann macht keine Dings hier. Nicht draufklicken, denn ich werde nur die Rollen mit Case Opening, Upper Event und Drop Event anpingen. Also wenn ihr die Rollen nicht habt, dann werdet ihr auch nicht benachrichtigt. So ist das einfach. Dann die Eingangshalle umfragen. Ja, das hatten wir schon. Boards, Leveling habe ich auch schon gemacht. Giveaway, Chat, ja, Videoideen habe ich auch schon. Scammer-Warnungen, da könnt ihr hier ein paar Scammer reinschreiben. Die werde ich dann testen. Und dann, wenn die scammen, dann kommen sie da, dann kommen sie in die Scammer-Liste. Ansonsten nicht. Die Griefer Games News, da kommen News rein, die ich wichtig finde. Also ist nicht so ein kleiner Mist. So wie, ja, gut, so und so viel wird, keine Ahnung, weiß nicht, irgendwas Kleines, also nur die großen Sachen kommen hier rein. Wie das Freundesystem. Und darüber habe ich auch ein Video gemacht. Das letzte Video, glaube ich. Oder eins der letzten Videos. Dann, eure Hilfe wird benötigt. Das ist zum Beispiel, wenn ich. Genau, ich weiß nicht, wieso ich es hier reingetan habe. Eure Hilfe wird benötigt. Wenn zum Beispiel, wenn ich irgendwas ein Video machen wollen möchte und ihr könnt irgendwas tun, zum Beispiel Plots bewerten, dann schreibt ihr hier eure Plots rein, die bewertet werden sollen und dann schaue ich mir mal an, ob ich es mache. Marktplatz, dann könnt ihr einfach Sachen verkaufen, Items, Kisten, Items, also aus den Supreme-Kisten oder epischen. Spawn-Eier, Köpfe, Karten, Standard-Items und Plots. Dann habe ich hier die Dateien Schematica. Bin da jetzt ziemlich inaktiv gerade. Da könnt ihr das dann runterladen. Und dann drückt ihr Steuerung. Ich guck mal kurz Steuerung. Er wird es jetzt hier angezeigt. Nee, wird's nicht. Okay. Auf jeden Fall. Nee, wird nicht angezeigt. Okay, schade. Weil ihr müsst dann Windows plus R drücken. Ich hab zumindest Windows. Und dann müsst ihr %AppData, also. Ne, nicht das, sondern das hier, %AppData, % eingeben. Und dann kommt ihr in den Roaming-Ordner. Dann müsst ihr einmal auf Punkt Minecraft klicken. Und das dann hier in. Weiß ich gar nicht, das. Ich glaube in Labimod. Nee, ihr braucht dafür Schematica und das müsst ihr dann, glaube ich, in den Schematica-Ordner einfügen. Also ihr braucht dafür für Labimod und dann Schematica. Nee, ich schaue jetzt gerade mal nach. Ihr müsst das in den Schematics-Ordner einfügen. Ja, das war's. Und dann, also ihr, wie gesagt, dafür braucht ihr Labimod und dann auch Schematica. Und da haben die halt die Sprachkanäle, YouTube. Und dann den Support. Also Support-Text-Kanal, das ist dann das,
ihr dann einfach wenig schreiben wollt oder was Kleines, dann könnt ihr da einfach Hilfe bekommen, wenn das geht. Feedback, da könnt ihr in eure Sachen reinschreiben, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Und Support halt einfach. Und dann ist das, ja. Das war's. Das fürs Team, falls ihr ins Team wollt, dann kommt es auch nochmal für euch dann. Also, dann erklären wir es euch. Hier, aber das ist jetzt für euch unwichtig, weil das könnt ihr eh nicht sehen als Rolle. Wenn ihr joint, dann bekommt ihr direkt die Runde Zombie. Und Jora. Okay. Dann hoffe ich, dass euch dieses wieder gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ja, vergesst nicht die Giveaways. Ich schaue mal, ob ich welche mache. Wenn ihr welche machen wollt, wo habe ich hier Giveaway? Hier habe ich Giveaway. Dann, wenn ihr welche habt, zum Beispiel irgendwas verlost, dann schreibt mich gerne privat an. Gut, das wird eigentlich gar nicht angezeigt. Gut, keine Ahnung. Ist auch egal. Ihr geht dann einfach hier drauf. Wenn ich offline bin, dann würde ich offline gezeigt und dann Nachricht an so und so. Und dann, ja, dann macht's einfach. Ansonsten ist Dr. Zombies Hashtag 4523. Und damit, ja. Wenn ihr Giveaways habt, dann schreibt's gerne rein. Dann mache ich die. Ich schau mal, ob ich welche von mir aus mache. Hab aktuell nur relativ wenig Geld und Items. Ja, gut. 100 Supreme-Kisten. Ja. Okay. Okay, dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und damit sage ich aber auch auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.